Bereit für den Kampf. Marschbefehl. Der Greif wartet schon. Schnell! Mir nach! Ihr habt gerufen? Zum Angriff! Sie haben es auf uns abgesehen. So, da ist noch eine gut verteidigte Stellung. Mein Greif wurde verletzt. Kann nämlich sein, Vorsicht! Sie sind hier! Kann sein, dass auf der anderen Seite auch ein Heldenmonument ist, wo ich die Helden dann eher brauche. Auf meinem Befehl. Für die Freiheit. Ich muss sie ja nicht unbedingt hier dann löschen und so. Oh, da kommt schon der nächste Angriff. Mir nach. Für die Rune. Da sind ein paar Schar. Die es wissen wollen. Kein Kontakt. Bleibt standhaft. Auf mein Kommando. Vorwärts. Zur Ehre Aonirs. So. Augen offen halten. Hierin schütze uns. Befehl verstanden. Tach ihr. Dann schicke ich mal uns ein bisschen weiter vor, dass wir schon mal ausspähen können. So, neues Einsatzgebiet sichern. Alles klar. Keine neuen Lebenszauber. Seelenschwert könnte ich benutzen. Könnte aber auch so ein Ding benutzen. Würde gegen die Mumien helfen. Ne, ich muss da mal gucken, dass ich dann wieder mal... Gebt das Bin Zeichen. Unterwegs. Gebiet sichern. Jawohl. Bin unterwegs. Erwarte Verstärkt Befehle. Die Verteidigung in offen halten. Bereit für den Kampf. So, mach die Knochentürme putt. Oh, Oase mit Aria und allem. Vorsicht, sie sind hier. Bereit für den Kampf. Erwarte euer Kommando. Marschbefehl. Augen offen halten. Bin unterwegs. Der Greif wartet schon. Sind bereits in der Luft. Dauert nicht mehr lang, da kommt schon wieder ein Angriff, so wie das hier aussieht. Das ist aber zum Glück nur ein kleines Lager. Also mit 2 Spawnpunkten. Gebt das Zeichen. Bleibt standhaft. Hierin schenke uns günstigen Wind. Erwarte Befehle. Augen offen halten. Marschbefehl. Sie haben es auf uns abgesehen. So, dann noch der Knochenturm weg. Hierin schütze uns. Erwarte euer Kommando. Mein Kontakt. Oh, da kommt jetzt einiges angerannt. Jawohl. Vorsicht, sie sind hier. Oh, ich habe einen Kleriker verloren. Einsatzbereit. Bin unterwegs. Vorsicht, sie sind hier. Mein Greif wurde verletzt. Einsatzbereit. Paladin. Sie haben es auf uns abgesehen. Und 4 Kleriker. Vorsicht, Jawohl. Sie sind hier. Noch eine Heilungszone, die ist ja jetzt Bleibt ziemlich standhaft. Stark geworden. Gebt das Zeichen. Befehl verstanden. Alles klar. Vorsicht, Sie sind hier.
sind auf Feinde gestoßen. Urias ist ein bisschen kaputt. Bleibt standhaft. Ah, große Mumien sind stark. Erwarte euer Kommando. Ein Kontakt. So, noch eine Zone der Heilung. Sind auf Feinde gestoßen. Oh, hier hinten ist noch ein Spawner. Oh, hier unten sind die Dämonen. Da ist das Portal in die Stadt, das wir gesucht haben. Bleib standhaft! Oh, das ist schon wieder ein bisschen kaputt. Erwarte euer Kommando. Sie schlagen zu! Der Greif war leider. Schenke uns günstigen Wind. Schenke uns günstigen Wind. Alles klar. Befehl verstanden. Feindkontakt. So. Das Ding wieder brennen. Da müssen wir noch das da hinten loswerden. Dann können wir uns auch gleich um die Dämonen von Katai kümmern. Vorsicht! Sie sind hier! Befehl verstanden. Feindkontakt! So, Gebiet sichern! Zeug. Gebt das Zeichen! Paladin verloren. Wir sind bereit! Sind bereits in der Luft! Auf eilenden Schwingen! Auf eilenden Schwingen! Hierin, schenke uns günstigen Wind! Zeichen! Jawohl! Bin unterwegs! Ja, Schau- und Zinsenläufer noch hier in der Büste. Augen offen halten! Hier, zur Ehre Aonirs. Bin unterwegs. So, euch da platzieren, dass ihr das Grab schnell einreißt. Hierin schütze uns! Oh, das sieht nach großem Spaß aus, sich einmal da hochzukämpfen. Oh, da liegt eine Leiche an der Oase. Hierin schütze uns! Bereit für den Kampf. Bereit für den Kampf. So. Bereit für Augen den Kampf. Offen halten. Der Greif auf wartet eilenden schon. Schwingen. Sofort. Das müsste... Schnell. Oh, noch mehr Erfahrungspunkte. Die kriegt man hier echt nachgeworfen gerade. Ey, Sonnenlicht. Bereit für den Kampf. Nebenbei kann ich irgendwas... Questbuch aktualisiert? Zerstört die Lager der Untoten vor der Tore der Stadt. Ja, das haben wir. Oh, da ist auch nochmal ein Zugang nach Katai. Da sind ein paar Schar. Machen wir erstmal die weg, dann die Sensenläufer. In der Zwischenzeit sollen die anderen Jungs ankommen. Gucken wir mal kurz, was könnten wir anziehen? Bis jetzt nicht wirklich was Besonderes. Also ja, der hier hat Stärke 135. Das Ding hätte... also Rüstung und das hätte 150. Aber wie gesagt... Stärke, Ausdauer, Intelligenz. Kriegen wir da dazu auch noch passende Beinteile? Die da zum Beispiel. Wiegt aber wieder nicht die Resistenzen auf, die wir durch die Schattenrüstung kriegen. Das ist halt immer so die Sache, die ich sage. Die Schattenrüstung ist, glaube ich, eine der stärksten Sachen, die wir kriegen können als Phönixwächter. Also was Rüstung angeht. Sonnenlicht, ja, brauchen wir auf jeden Fall. Der Malachi. Stärke, Intelligenz, Stärke, Wendigkeit, Intelligenz, Charisma. Also Aonirs Ring ist ziemlich gut, weil der alles plus 5 macht und auch eine gute Rüstung hat.
Der Malachi. Nee. Nee, der Malachi ist besser. Das Ding hier wäre mal nett, der Blutband. Aber das dauert noch ein paar Level. So. Meine Armee sollte da sein. Auf mein Zeichen! Zum Angriff! Dann erstmal die Klingen, die Sensenläufer loswerden. Mein Greif wurde verletzt! Mir nach! Und los! Folgt mir! Schnell! Sofort! Für die Rune! Mein Greif wurde verletzt! Sie schlagen zu! Ja, folgt mir! Also es ist auch interessant, ich hab eine Zwergenrune gekriegt, aber bis jetzt noch kein Zwergenmonument gesehen. Also die hier. Alles ist auf 23, außer die beiden und die Dunkelelfen. Oh, und ich könnte jetzt Ump benutzen. Ah. Ich will aber mal Glamrig in Aktion sehen. Danach können wir Ump reinnehmen. Auf mein Zeichen! Mir nach! So, jetzt erst einmal die hier ausschalten. Folgt mir! Sie haben es auf uns abgesehen! Achtung! Feindkontakt! Kämpft! Sie haben es auf uns abgesehen! Jawohl. Verteidigt euch. Verstärkt die Verteidigung. Bleibt standhaft. So, während die da unten kämpfen, reinige ich das Becken. Bitte. Hier wuchs einmal ein prächtiger Baum, von dem allerdings nur noch verfaulte Reste übrig sind. Dieser Ort ist verdorben von üblem Geruch. Zwischen den Resten des Baumes findet sich noch eine Mulde mit fruchtbarer Erde. Den Baumsamen einpflanzen. Aus dem Samen der Lebenszeit beschießen grüne Sprösslinge hervor. Sofort beginnt ein neuer Baum um diesem Ort zu wachsen. Der junge Baum verdrängt die Reste des Einsatzes der Stadt im frischen Grün. Eine Aura der Lebenskraft scheint den Ort zu durchdringen. Der faulige Hauch verflüchtigt sich. Ihr habt diesen Ort gereinigt. So. Ihr habt gerufen. Auf eilenden Schwingen! Auf eilenden Schwingen! Hierin schenke uns günstigen Wind. Erwarte Befehle. So, ihr alle erstmal dahin zurück. Befehl verstanden. Wir gucken uns noch an, was hier im Nirgendwo rumliegt. Hier könnten wir Aria noch abzapfen. Banksiegel. Interessant, dass wir das finden konnten. Ich glaube nämlich, die Quest haben wir dafür vergeigt. Das wäre nämlich der Typ gewesen in Empyria, der Drogendealer. Entschuldigung, der Traumstaubhändler, der uns anbieten wollte, ihn laufen zu lassen für das Geheimnis, wie man in die Bank reinkommt.
So. Noch eine Kiste. Und dann geht's oben durch das Portal.